Hallo meine lieben Monster und willkommen zum Akinator. Nochmal kleine Worte zum Statement gestern. Es musste einmal gesagt werden. Und ich hoffe, jetzt sind auch nur noch die Leute da, die meine Videos bzw. die Videos, die sie interessiert, aktiv schauen. Und nicht nur die, die mich abonniert haben wegen Illuminati Confirmed und sonst gar nichts gucken. Weil, nochmal zur Erinnerung, Illuminati Confirmed ist reine Nebensache auf meinem Kanal. Und die erscheinen nur, wenn ich Bock habe, die zu produzieren. Und diese Lust fehlt mir im Moment. So, aber ich will da gar nicht groß drum rumreden. Schaut euch das Video von gestern an. Ich kann nicht mal labern. Ich bin Akinator. Ich hoffe, die Beleuchtung ist in Ordnung. Ich habe meine Softbox wieder vor mir. Ich wollte das Video schon viel früher aufnehmen. Da war die Beleuchtung auch besser. Aber, naja. Okay. Mir wurde in den Kommentaren geschrieben, ich soll mal Vitello, Ukulele und Concrafter erraten. Also zur Erklärung, wer ihn nicht guckt. Vitello ist eine Wasserflasche und Ukulele seine Ukulele. Könnte man schon denken. Zuerst Concrafter und danach die anderen beiden. Läuft deine Figur auf zwei Beinen? Concrafter läuft durchaus auf zwei Beinen und er macht auch Let's Plays, das ist richtig. Er hat auch blonde Haare. Sagt deine Figur am Anfang, hallo, mein Name ist Luca? Ja, sagt sie. Warum fragst du denn noch, ob meine Figur dann eine Maske hat? Nein. Deine Figur große Brüste? Nein. Du weißt doch schon, wer es ist. Warum fragst du noch weiter? Ich denke an Concrafter. Ja, das ist richtig. Und dann nehmen wir jetzt mal Vitello. Ist deine Figur ein Mensch? Nein. Verbindest du deine Figur mit Essen? Nahrung. Mit Trinken halt, ja. Kommt deine Figur aus Zürich? Nein. Besteht deine Figur aus Plastik? Ja, sie besteht aus Plastik. Ist deine Figur aus Fleisch und Blut? Hä? Sag mal, bist du behindert? Wenn er aus Plastik ist, ist er nicht aus Fleisch und Blut. Nein. Concraft das Wasserflasche. Vitello. Richtig, ich merke schon, das wird ein sehr schnelles Video. Dann versuche ich gleich noch mehr zu erraten. Ist seine Figur ein Mensch? Jetzt kommt Ukulele. Nein. Meine Figur hat nichts mit Wasser zu tun. Hat deine Figur Ohren? Hat Ukulele Ohren? Nein. War deine Figur Chefredakteur einer Zeitung? Nein. Und deine Figur in Dortmund? Bei mir um die Ecke. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Mag deine Figur Wurst? Nein. Hat deine Figur in Österreich gelebt? Nein. Meine Figur ist aus Holz. Ja, eine richtige Sache. Und er weiß sofort, dass Ukulele gemeint ist. Alles klar. Eingereicht von Ukulele. Ist klar. Oh Mann. Okay. Das waren die drei, die ich erraten sollte. Jetzt errate ich nochmal jemanden. Und ihr müsst wieder mitraten. Meine Figur läuft auf zwei Beinen, das ist richtig. Meine Figur ist kein Let's Player. Meine Figur ist männlich, ja. Und meine Figur ist auch deutscher YouTuber, wer hätte gedacht? Ich nicht. Doch, ich schon. Hat deine Figur eine feste Freundin? Ich weiß nicht. Meine Figur hat nicht mit Musik zu tun. Sie ist ausländischen Ursprungs. Jetzt könnte man schon, glaube ich, wissen, wer ich meine. Ist seine Figur Asiate? Asiatin? Nein. Ist seine Figur türkischer Herkunft? Nein. Auch nicht. Meine Figur ist auch nicht russisch. Akinator? Versuch's weiter. Meine Figur hat aber auch nicht über 1 Million Abonnenten. Das ist nicht richtig. Und spätestens jetzt weiß man's wieder. Deine Figur hat etwas mit Anime zu tun. Und das ist vollkommen richtig. Ja, meine Figur wohnt bei seinem Vater und deine Figur liebt Animes, ist es richtig und es ist Kurono. Das ist richtig. Durchaus. Also ich denke, wir haben noch Zeit für eine weitere Person. Und wo wir jetzt gerade schon Kurono erraten haben, machen wir jetzt mal Baba-Senpai. Hat deine Figur eine Nase? Ja, durchaus. Ist deine Figur ein deutscher Let's Player? Nein. Baba-Senpai ist kein Let's Player. Und ich schätze mal, dass meine Figur Männerkleidung trägt, ja. Meine Figur lebt auch in Deutschland. Nein, Baba Senpai hat noch keinen eigenen YouTube-Kanal. Aber er wurde durch YouTube berühmt, das ist richtig. Weil ich weiß, hat er auch nicht mit Musik zu tun. Baba Senpai ist auch ausländischen Ursprungs. Aber immer noch kein Asiate. Ist seine Figur durch ihre guten COD-Gameplays bekannt? Ich glaube nicht, dass Baba Senpai Call of Duty spielt. Nee, macht er nicht. Deine Figur etwas mit Anime zu tun. Ich müsste eigentlich ja sagen, weil es ist ja ein Kurono ist ja ein Anime-Kanal und Baba Senpai ist ja da drauf. Ich sage aber ja.
Hat deine Figur Kinder? Ja. Ist deine Figur in Basel geboren? Ach, keine Ahnung. Sieht deine Figur ihre Kinder noch? Auf jeden Fall, ja. Coronas Vater, aber was denn bei? Ich hab das Internet gerade geschrottet. Da hat er gecheatet. Da hat er ausgemacht und gedacht, ah, ich weiß nicht weiter, mal kurz in seine Gedanken lesen. Aha, alles klar, jetzt weiß ich's. Cheater. Richtiger Cheater. Ja, es war Kurono, Vater, Baba, Senpai. Das ist vollkommen richtig, aber das wusste ihr ja schon. Das war's wieder mit dem Akinator. Schreibt mir noch in die Kommentare, wen ich erraten soll. Und dann würde ich sagen, bis dann. Ciao.